Immer wieder sonntags ist es Zeit auf unserem Mozpedia-Kanal für die NBA und da wir einen vollgepackten Spieltag haben, schauen wir uns, bevor wir auf die Tabelle gehen, doch einmal kurz die Bilanz der bisherigen YouTube-Tipps an. Waren bisher 14 gespielt, 9 richtig, durchschnittliche Quote 1,8 und noch ein Plus. Damit man das so ein bisschen einordnen kann, zumindest von meiner Bilanz in den letzten Jahren, liege ich eigentlich immer so bei einer Trefferquote von um die 55-58% richtige, die durchschnittliche Quote immer so um die 1,8, 1,9 und das Yield sollte sich irgendwann mal auf eine positive 4-7% einpendeln und alles, was kein Verlust ist, ist ein Gewinn und der Weg ist das Ziel und so weiter. So, einmal hier auf die Tabelle geschaut. Wie sieht es in der NBA aus? Mittlerweile haben wir bei den meisten Teams 11 bis 12, teilweise 13 Spiele schon. Hier sind wir gerade in der Eastern Conference. Das erste Spiel wird ja sein Philadelphia gegen Cavaliers, was wir uns anschauen. Und im Osten nichts Neues im Vergleich zur letzten Woche. Boston mit 10 Siegen in Folge, ganz klar Tabellenführer. Dahinter starke Miami Heat, die vor allem als Kollektiv mir gut gefallen. Die Milwaukee Bucks mit einem Giannis Antetokounmpo, der mittlerweile sogar Dreier trifft. Toronto Raptors letzte Nacht in Dallas verloren und mit einem hervorragenden 4. Platz. 5. die 76ers, die Pacers folgen auf Position 6 und dann kommen eigentlich die erste Überraschung aus Charlotte, die Hornets mit 2 Siegen in Folge, 2 Buzzerbeater witzigerweise noch dazu oder zumindest den letzten Wurf getroffen, dadurch die Siege auf einem hervorragenden 7. Platz. Brooklyn 8., Orlando 9., Cleveland 10., alle mit einer 4 Siege, 6 Niederlagenbilanz. Dahinter enttäuschende Hawks, haben bisher noch nicht den nächsten Schritt gemacht. Die Bulls auch waren, glaube ich, auf einigen Radaren, aber bisher konnten sie das noch nicht hier positiv in Sieg ummünzen. Und meine Ost-Enttäuschung, auch natürlich verletzungsbedingt, die Detroit Pistons, die eigentlich vom Kader ganz cool dabei sind. Im Westen, und das ist ja hier Tradition quasi, Boston gegen Lakers, ein klassisches Final eigentlich, im Westen führen die Lakers vor den Houston Rockets, die haben 7 Siege in Folge. James Harden schon wieder Topscorer der Liga, mehrere 40-Punkte-Spiele in Folge. Von der subjektiven Wahrnehmung finde ich das ganz interessant, dass Houston jetzt schon Zweiter ist, denn gefühlt haben die am Anfang noch nicht so gut geklickt, aber trotzdem, wie gesagt, 2. Tabellenplatz. Dahinter Denver, die werden wir heute Nacht auch erleben. Utah ebenso mit einer 7 Siege, 3 Niederlagenbilanz. Die Suns sind dann schon auf Position 5 und ich glaube, da dürfte mir doch keiner widersprechen. Trotz der Sperre von DeAndre Ayton sind die Suns bisher die deutlich positivste Überraschung im Westen. Und wenn es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer und die sind für mich bisher ganz klar die Portland Trailblazers. In meinem Four-Season-Ranking waren sie relativ weit oben, in einigen anderen Experten-Rankings außerhalb der Playoffs und bisher haben diese Experten auf jeden Fall recht. Jetzt gibt es die kurzfristige Verpflichtung von Carmelo Anthony und mal schauen, ob der da einen frischen Wind reinbringt, dass die Jungs den Turnaround schaffen. Vielleicht muss man auch sagen, mit dem jetzt leeren Conference-Finals-Einzug haben sie ein bisschen gedacht, dass sie jetzt wer sind und spielen nicht mehr ganz so hart. Warum es so schwach ist, weiß ich nicht. Und hier die Spurs direkt dahinter mit 5 Niederlagen in Serie. Das ist nicht Spurs-like. Aber jetzt lassen wir uns auch mal auf die heutigen Spiele schauen. Und das erste ist nämlich hier gleich die Cleveland Cavaliers gegen die Philadelphia 76ers. Bei den 76ers sind jetzt alle dabei. Dieses Spiel, viermal spielen beide Teams gegeneinander. Das erste Spiel haben die 76ers mit einem Punkt Vorsprung gewonnen. Tobias Harris hat den Weggang von Jimmy Butler ganz gut verkraftet. Er ist jetzt derzeit Topscorer mit knapp 17 Punkten und 8 Rebounds, sogar der Top-Rebounder. Und Simmons gewohnt stark mit seinen Assists und insgesamt einem guten All-Around-Game. Und bei den Cavaliers, die heute auf Hansen, Wendler, nicht so wichtig, Cizic verzichten müssen und eventuell auf Larry Nance Jr., da gibt es den wiedererstarkten Kevin Love und wer weiß, ob der am Ende der Saison nicht bei einem Contender noch getradet wird. Die Quoten 3-4-5 auf
Cleveland und 137 auf die Kollegen aus Philadelphia. Jetzt schauen wir uns mal die letzten Spiele an. Die 76ers waren ja nach 5 Spielen das einzige Team, das noch nicht verloren hat. In den letzten 5 Spielen hingegen läuft es nicht ganz so gut. In der Overtime verloren gegen Oklahoma. Davor in Orlando verloren, knapp nur gegen Cleveland gewonnen, gegen Charlotte Hornets relativ souverän und eine knappe Niederlage gegen die Denver Nuggets. Also eine eher nicht so gute Bilanz in den letzten 5 Spielen, und Cleveland hat gegen New York gewinnen können, in Washington daheim dafür gegen Boston verloren und auch gegen Miami den Kürzeren gezogen. Hier 97 zu 108, ein Spiel mehr Ruhe haben die Cavaliers, also das würde für die sprechen, und ich würde jetzt mal sagen, lass uns auf die Quoten schauen. Ein Over-Under traue ich mir hier fast. Jetzt schauen wir mal, wo hier die Quoten sind. Das ist hier der klassische Klick. Da muss ich mal schauen, was ich genau klicke. Also, sorry, 215 Punkte ungefähr die Line. Dazu fällt mir weder ein Under noch ein Over ein. Deshalb gehen wir mal hier auf die Statistik. Also man muss dazu sagen, die reine Siegquote ist eine 1,7 und die Line liegt bei plus oder minus 7, je nachdem, auf wen man gehen möchte. Das Hinspiel oder das erste Spiel besser gesagt, haben die 76ers daheim gewonnen mit einem Punkt Vorsprung. Ich habe mir mal angeschaut, wer so gespielt hat. Also Simmons, Embiid, da kann es ja immer mal sein, dass einer aussetzt, haben auf jeden Fall beide aufgezockt. Heute sind sie auch wieder am Start, zumindest auf keinem Injury Report, und es gibt wahrscheinlich auch keine Minute Restrictions für Joel Embiid. Und dazu kommt, dass Tobias Harris einen rabenschwarzen Tag hatte beim Spiel gegen die Cavs nur 4 von 18 Würfen getroffen. Von daher würde ich tatsächlich sagen, dass bei diesem Spiel die 76ers mit 7 oder mehr Punkten zu favorisieren sind. Allerdings, dadurch, dass es auch ein früher Start ist, muss ich mir hier noch überlegen, ob wir darauf setzen am Ende des Videos. Genauso spannend, Sacramento Kings gegen die Boston Celtics. Da haben wir eine 2-3 auf Sacramento und eine 1-7 auf Boston. Boston bisher das Top-Team der NBA. 10 Siege in Folge. Die erste Niederlage gab es ja im ersten Spiel gegen die 76ers. Bei Boston ist jeder an Bord. Sacramento nicht so. Da sind Dedmon und Ariza Day-to-Day, DeAndre Fox, der Point Guard mit 7 Assists, der fällt ja noch länger aus. Dafür Buddy Hield übernimmt mehr Spielanteile und auch die anderen Kings-Spieler steppen up. Wir schauen uns die letzten Spiele an. Muss hier vor allem sagen, Sacramento super schwach gestartet, aber sie haben sich gefangen gegen die Lakers, nur mit dem letzten Wurf verloren. Zwar kein Buzzerbeater, aber trotzdem Last Possession. Sacramento hat davor Portland daheim geschlagen, in Atlanta gewonnen, mit Toronto mitgehalten und sehr souverän gegen die Knicks gewonnen. Das war sogar hier in dem Video. Und Boston hat in Kalifornien bereits gestern gespielt, dort gegen die Warriors gewonnen. 140 Punkte gegen die Wizards, Isaiah Thomas Comeback im Prinzip mit einer Niederlage besiegelt und davor auch souverän gegen Dallas gewonnen in San Antonio und in Charlotte. Jetzt ist für mich die Frage, was spricht für Sacramento? Also die Kings mittlerweile auf Position 13 wären für mich sehr interessant anzuspielen, wenn wir ein höheres Handicap hätten. Also mir würde tatsächlich gefallen, ein Handicap von 5-6 auf Sacramento. Ich glaube, damit könnte man ganz gut leben, denn ich sehe schon ein enges Spiel und ich traue Sacramento einiges zu, vor allem nach so einer langen positiven Siegesbilanz von Boston. Da muss es rein von der Logik irgendwann mal vielleicht ein, zwei Gänge zu niedrig zugehen, dass sie dann verlieren. Aber
dass minus 2 bzw. minus 2,5 auf Boston gefällt mir tatsächlich mehr. Dieses werden wir am Ende des Videos auf jeden Fall einloggen. Und das Spiel heute auf The Zone oder generell zu guter deutschen Zeit ab 21.30 Uhr gezeigt wird, bin ich, seid ihr da hoffentlich auch mit live vor dem Fernseher. Sacramento spielt einen unglaublich schnellen Spielstil, auch jetzt ohne Fox, und die Celtics können auch scoren. In dem Sinne nehmen wir auch noch hier die plus 2, die über 215 Punkte mit und hoffen auf ein actionreiches Spiel mit einem Sieg der Boston Celtics. Um 0 Uhr, auch wenn hier 1 Uhr in der Nacht steht, geht es dann weiter mit den Orlando Magic gegen die Washington Wizards. Die Wizards, da hat ja gerade unser Mo Wagner ein hervorragendes Spiel abgeliefert. Das war 30 Punkte, 15 Rebounds beim Sieg in Minnesota. Und jetzt geht es weiter gegen Orlando. Dort eigentlich alle fit. Bei den Wizards fällt Ian Mahimi aus. Bradley Beal ist seinem Max-Vertrag bisher wirklich gerecht, war ja lange Zeit der Superstar, bei dem der Trade am wahrscheinlichsten diese Saison anstehen würde. 30 Punkte, 7 Assists, starke Leistung. Auf Orlando-Seite der Star- und Franchise-Player Nico Lavucevic mit 17 Punkten und 12 Rebounds macht er das, was er machen kann. Von der Point Guard-Position DJ Augustin. Ich denke mal, immer wenn du den Augustin als Starting Point Guard in deinem Team hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht das Allererfolgreichste sein. Markel Fultz, der ehemalige Point Guard, an der Nummer 1 gezogen wurde von den 76ers, kann auch hier bisher bei Orlando sich zwar besser präsentieren, aber nicht so, wie man es vor seiner Draft erhofft hatte. Also, was spricht für und was spricht gegen die Teams? Man muss jetzt nochmal hier gucken. Wir haben, wie gesagt, die Wizards haben gestern gespielt, in Minnesota gewonnen. Orlando hat bereits daheim gespielt, aber auch in dem Sinne kein Tag mehr Ruhe. Knapp gegen die Spurs gewonnen, davor gegen die 76ers gut gespielt. Und ich glaube, dass bei Washington, wenn die Jungs gewinnen möchten, dann muss wirklich viel, viel Gutes zusammenkommen. Dann braucht Bradley Beal einen Bombentag und eben so jemand wie Mo Wagner. Der kann jetzt vielleicht davon zehren, von dieser wirklich starken Performance. Aber ich denke trotzdem, dass die Magic hier daheim das Ding machen werden. Und eine 1-4er-Quote, ich möchte das hier mal ganz kurz zeigen, könnte man auch gerne mit den 76ers, wenn man hier kein Handicap sieht, verbinden. Gar nicht mal so unattraktiv. Oder auch hier beim nächsten Spiel Memphis Grizzlies gegen die Denver Nuggets. Schauen wir uns noch einmal hier die Handicaps an. Back-to-back-Spiel, das heißt, wir haben hier gerade die Wizards, eine Mannschaft, die Gas gibt, was Scoring angeht. Aber ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich mag es irgendwie nicht, bei NBA-Spielen Under zu setzen. Also da müssen schon viele Alarmglocken bei mir läuten, dass ich mal auf ein Under setze. Und wenn mir das Over nicht gefällt, gehe ich nicht automatisch auf Under, sondern lasse die Wette aus. Von daher, Over gefällt mir hier nicht. Und die Line bei guten 5 bis 7 Punkten, bei minus 6, da finde ich tatsächlich auf die Wizards das schon wieder interessanter zu gehen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine 1-4er-Quote sucht, könnte man hier ein bisschen hochlaufen und Wizards plus 11,5, gar nicht so uninteressant. Aber wie gesagt, beide zwar Back-to-Back, aber die Magic haben schon daheim gespielt. Und bei den Wizards muss alles funktionieren. Eine 6-Punkte-Vorsprung ist mir zu hoch, deshalb hier maximal den einfachen Sieg. Bei den Grizzlies treten die Denver Nuggets an. Und auch hier schauen wir uns einmal die Top-Spieler an. Was ja besonders zu erwähnen ist, ist bei den Grizzlies, dass sie doch besser mithalten als man hätte erwarten können vor der Saison. Und viel hängt daran auch an Jalen Morant.
der momentan auf Rookie of the Year Kurs ist. Mal schauen, was passiert, wenn Zion Williamson wieder zurückkommt. Aber momentan 19 Punkte, 6 Assists. Dazu Valanciunas JV im Trade gekommen letzte Saison für Marc Gasol mit souveränen 9 Punkten und passt auch gut in das Team rein. Beide Teams müssen eigentlich auf keine Leistungsträger verzichten. Und Jokic mit 9 Punkten und 6 Assists auch wieder auf ganz gutem Niveau. Vom rein optischen, wenn ich das so sagen darf, wirkt er irgendwie noch mal ein bisschen molliger als im letzten Jahr. Aber die große Stärke der Nuggets ist sowieso die Tiefe des Teams. Und hier werde ich jetzt auch gleich meinen zweiten sicheren Tipp spielen. Die Grizzlies haben jetzt 106 zu 107 andersrum gegen die Jazz gewonnen. Comeback von Mike Conley, der ja 12 Jahre in Memphis gespielt hat, jetzt bei den Jazz aufläuft, den konnten sie besiegen. Davor haben sie in Charlotte gewonnen, in San Antonio gewonnen und wurden von den Mavs daheim abgeschossen. Denver mit starkem Defense-Spiel gegen Brooklyn, 101 zu 93. Davor eine nicht erwartbare Niederlage gegen die Atlanta Hawks. Davor, letzten Sonntag, das war ein wirklich sehr, sehr schlechtes Spiel, in der Verlängerung 100 zu 98 in Minnesota gewonnen. Ich glaube, in den letzten 5 Minuten oder so der Regular Time haben sie gar keinen Punkt mehr gemacht. Und von daher werden sie hoffentlich heute besser sein, weil ich denke, hier mit dem Back-to-Back-Spiel der Grizzlies und einen Tag mehr Pause von Denver wird das bessere Team gewinnen, auch von der Tabelle. Macht das Sinn? Jetzt schauen wir einmal hier die Handicaps an und haben die Line bei auf Denver eine 6 bzw. eine 6,5. Das ist auch ein Tipp, den ich auf jeden Fall spielen werde und dann gleich nochmal in der Zusammenfassung erwähnen möchte. Nächstes Spiel sind die New Orleans Pelicans gegen die Golden State Warriors. Eine 1,55 auf die Pels, 2,7 knapp auf die Warriors. Die Warriors haben ein größeres Lazarett als so ziemlich jedes Team. Das ist eigentlich nicht mehr feierlich. Und wenn es sowas geben würde wie Tanken, dann sollte man das die Warriors auf jeden Fall tun. Nachteil für Golden State in dem Sinne ist ja, dass die Wahrscheinlichkeiten im Draft mittlerweile angepasst wurden, sodass absichtliches Verlieren nur noch indirekt belohnt wird. D'Angelo Russell spielt auch bei Golden State ganz gut, allerdings fällt er genauso aus wie Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson und hier noch Kevin Looney, der auch eigentlich in der Rotation immer dabei war. Bei den Pelicans, die sind auch wirklich nicht verschont vom Verletzungspech, vor allem mit Nummer 1 Pick Williamson, der hat sich am Meniskus verletzt. Dazu Ingram out, der bisher eine Bombensaison spielt. Und wir haben hier sehr, sehr viele Spieler, die Day-to-Day sind. Ich denke, das ist halt die große Frage, ob die Pelicans ohne diese Spieler hier Favorit sind oder ob man dann eine 50-50 Geschichte hätte. Aber wenn Redick, Okafor, Favors auflaufen werden, wenn da die Entwarnung kommt, ich denke schon, dass die Pelicans dann dieses Spiel gewinnen werden. Zwar auch hier Back-to-Back, sie haben ja heute Nacht erst gespielt, 109 zu 94 in Miami verloren. Ja, kann man hier nicht anklicken. Und Golden State, die haben bei den letzten 5 Spielen keine einzige Partie gewonnen. Und von daher Heimspiel der Pelicans. Auch hier würde ich auf einen Pelicans-Sieg gehen. Wir schauen uns die Asian Handicaps an. Auch hier Over-Under anzuspielen macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Einfach weil du jetzt vor allem um diese Uhrzeit noch nicht weißt, wer genau auf Seiten der Pels spielen werden. Und eine minus 4,5 kann man eigentlich schon mal versuchen. Nächstes Spiel und damit auch schon der Abschluss der Runde sind die Los Angeles Lakers gegen die Kollegen aus Atlanta.
Für Atlanta ein relativ lässiges Back-to-Back haben sie doch heute Nacht oder gestern schon gegen die LA Clippers gespielt. Und da musste ich zweimal auf den Boxscore schauen, denn 150 Punkte zu kassieren in 4 Vierteln, das ist nicht ohne. Also das spricht nicht für die Defense der Hawks. Trae Young, 26 Punkte, 9 Assists. Glaube ich, kann man sagen, spielt bisher ein gutes Sophomore-Year. Und Anthony Davis mit 25 Punkten und 10 Rebounds, wirklich mit einer erwartbar starken Saison, auch neben oder unter LeBron James. Allerdings ist Anthony Davis auch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, ist auch Day-to-Day, hat es, glaube ich, an der Schulter oder irgendwo. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass er dann vielleicht ein bisschen geschont wird, denn die Atlanta Hawks, die sollte man doch eigentlich auch so besiegen können. Normalerweise hätte ich gesagt, dass ein Team also ein gutes NBA-Team nach so einer verheerenden Niederlage mit 49 Punkten in 4 Vierteln 150 Punkte kassieren, dann so einen Marsch geblasen bekommt vom Trainerstab und von was weiß ich nicht, dass sie sich wieder rehabilitieren im nächsten Spiel. Allerdings sind die Lakers Spitzenteam im Westen, haben einen Tag mehr sich ausruhen können, haben so einen kleinen Warnschuss vielleicht sogar bekommen gegen die Kings und möchten hier ihr drittes Heimspiel in Folge bestimmt auch gewinnen. Deshalb klare Quotenverteilung natürlich auf die Lakers. Und jetzt schauen wir mal, wo die Line ist. Ich glaube, wenn man hier so auf die Hawks, wenn man es denen zutraut, dass sie sich nicht zweimal abschießen lassen möchten, dann ist eine 1-8 schon relativ spannend mit 14,5 auf Atlanta. Auf Lakers minus 13, das ist hier so die offizielle Line, das kann man eigentlich nicht empfehlen, das ist mir zu hoch. Und eine minus 8 und dann eine 1,3 oder so, das gefällt mir auch nicht. Also ich glaube, bei diesem Spiel braucht man jetzt nicht großartig tippen. Schauen wir uns mal das Over-Under an. Bei Atlanta haben wir ja gerade schon gesehen, sind 260 Punkte im letzten Spiel gefallen. Von daher. Oft ist die Line in dieser Saison so bei 215 Punkten, auch hier bei dem Spiel wieder eine 1,9. Da könnte ich mir, also ich wüsste jetzt nicht, warum Atlanta über Nacht so heftig an der Defense gearbeitet haben sollte. Hier könnte man mal überlegen, ob man Over anspielt. Die reine Quotenverteilung und die Asian Handicaps machen aber keinen Sinn. Okay, dann die Zusammenfassung der Tipps. Es geht los in ein paar Stunden mit Cleveland gegen die 76ers. Hierbei juckt es mir wirklich in den Fingern, die Cleveland Cavaliers zu unterschätzen. Sie haben aber das erste Spiel gegen Philly schon sehr knapp gehalten. Ich glaube trotzdem, dass Philadelphia sich durchsetzt und würde tatsächlich diese 1,3er-Quote, 1,37-Quote mit einem anderen Sieg kombinieren, um so um die 2,0 rauszukommen. Und dafür habe ich mir das Spiel ausgesucht von den Orlando Magic gegen die Washington Wizards. Die Wizards back-to-back, gerade zwar 140 Punkte Performance in Minnesota abgelegt und gewonnen, aber zwei in Folge gewinnen die nicht. Da ist Orlando auch ein bisschen defensiv zu stark für. Das unsere Hoffnung. Also, erster Tipp ist eine Kombi zwischen den 76ers und den Washington Wizards. Der zweite Tipp ist zu dem Spiel, was wir uns gleich hoffentlich alle auf DAZN anschauen werden oder auf welchem Kanal auch immer, ist der Sieg der Boston Celtics, die ihren Lauf mit 10 Siegen fortsetzen möchten und gute Chancen haben, da die Kings auf D'Andre Fox verzichten müssen. Also, 1,7 würde man mit einem einfachen Sieg bekommen, finde aber auch mit einer minus 2 die 1,85er-Quote sehr, sehr gut. Und ein über 215 ist Tipp Nummer 3. Die Memphis Grizzlies haben gerade erst mit einem quasi Buzzerbeater gewonnen gegen die Utah Jazz 107 zu 106. Jetzt kommen ausgeruhte Nuggets zu Gast und die werden gewinnen. Mit einer minus 6 holen wir uns auch die 1,9er-Quote. Da vertrauen wir Denver einfach mal, dass sie es schaffen.
Eine 1,55 Pelicans, einfacher Sieg, reicht mir in dem Sinne, das möchte ich nicht nochmal mit einem Asian Handicap oder so auf 1,8, 1,9 bringen. Über 1,5 reicht bei dem Spiel auf jeden Fall. Und die Los Angeles Lakers gegen die Atlanta Hawks, da spricht sehr, sehr viel für die Lakers. Ich werde nicht drauf setzen, finde eher da Hawks plus 15 oder so spannender, aber die Quotenverteilung und die Handicaps sind mir alle zu heftig, deshalb Finger weg. Und viel Spaß euch da draußen. Ich hoffe, die Tipps sind heute erfolgreicher als letzte Woche und ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele demnächst und bis zum nächsten Video, nächsten Sonntag. Abo dalassen, einschalten und Kommentar mit euren Tipps sehr gerne gesehen. Ciao, ciao.